In Mainz gibt es zu ganz besonderen Anlässen ein Prinzenpaar. In diesem Jahr ist es wieder soweit. Der MCV wird 175 Jahre alt. Aber in diesem Jahr haben wir gleich drei Prinzenpaare. Und jetzt hat sich eines dieser drei Prinzenpaare angesagt. Welches, das kann ich Ihnen nicht sagen, ich habe hier den Zettel. Ich lese es einfach vor, was hier auf meinem Zettel steht, und ich bitte Sie um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Holde Narrenschar, allerhöchster Staatsbesuch hat sich nun angekündigt. Dazu erteile ich das Wort an die Zeremonienmeisterin, besser gesagt, wie mir in Mainz hier sage, Uffstumbern. Bitte sehr. Hochverehrtes närrisches Auditorium. In meiner Eigenschaft als offizielle Uffstumbern des allerschönsten Prinzenpaars 2013 kündige ich euch an, seine Merkwürdigkeit, Prinz Chambers, der allerletzte, und ihre Drolligkeit, Prinzessin Bärbel, die allererste. Wir sind die Schönste, die Allerschönste, die Allerschönste aus Mainz am Rhein. Wir sehen gut aus, lasse die Witz raus und unsere Fasnacht, der sind wir treu. Dass wir die Schönste sind, das weiß ein jedes Kind und darauf bildet wir uns was soll. Dass wir die Schönste sind, das weiß ein jedes Kind und darauf bilden wir uns was heute. Erstmals gibt es in diesem Jahr ein allerschönstes Prinzenpaar. Prinzessin Bärbel, sehr charmant, ist als Frau Bibi wohl bekannt. Prinz Chambers, die Naturschönheit, ist konkurrenzlos, weit und breit. Bei uns gibt es nur Ulk und Stunk statt elitärem Protz und Prunk. Vor anderen ist uns gar nicht bang. So blöd wie die sind mir schon lang. Aus diesem Grund verlesen wir unsere Narrencharta hier. Und wollt ihr echte Narren sein, stimmt jeweils mit Wir schwören ein. Punkt 1. Schwört ihr euch jederzeit wie die Allerschönste für die echt Mainzer Fasnacht ohne Ferz und Kommerz einzusetzen? Wir schwören! Punkt 2. Schwört ihr, den Jubiläums-MCV zu lobpreisen mit dem bekannten Zitat von Johann Wolfgang von Goethe? Wer immer strebend sich bemüht, den werden wir erlösen, wir schwören! Schwört ihr, alle anderen Mainzer Prinzenpaare, die komische, wir sind ja die echte, wir sind ja die allerschönste, mit nachsichtiger Toleranz zu begegnen, aber dem einzig wahren, allerschönsten Prinzenpaar mit hingebungsvoller Liebe und Achtung zu huldigen, frei nach Prinz Bibi, ehret die Alten, eh sie erkalten, wir schwören! So, und jetzt wollen wir diese grandiose, närrische Charta 2013 krönen mit unserer Prinzenpaarhymne und bitten euch alle, jeweils den Schluss der Strophen mitzusingen. Huldigt holde Narrenschar, dem allerschönsten Prinzenpaar, mitgemacht und mitgelacht, das ist Mainzer Fasnacht, trilla, 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 la.
Dolores und Olzeich herrschen hier im Narrenreich. Denn für uns ist Ulgund schon besser als wie Protz und Brunn. Trulla, 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 la, trulla, 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 la. Denn für uns ist Ulgund schon besser als wie Protz und Brunn. Damit endet unser Lied, es Prinzenpaar von dannen ziehen. Wünscht euch auch viel Spaß und Freit, aller Raten, genau ihr Leid. Trulla, 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 la, trulla, 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 la. Wünscht euch auch viel Spaß und Freit, aller Raten, genau ihr Leid. Liebe Damen und Herren, das ist das Prinzenpaar vom Stammtisch. Der Allerschönste, die noch richtig urwig sich Mainzer Fasnacht feiern, nämlich eine traditionelle Kneipenfasnacht. Und ich stelle Ihnen gern das Prinzenpaar vor, das ist die Prinzessin Bärbel die Erste. Und der Prinz, hoffentlich kriegt er Sitt ins Kreuz, ist der Schampes der Allerletzte. Holde Narrenschar, die Prinzin vom Namen, wenn ich den Namen jetzt sage, werden Sie sofort sagen, ah, Moment mal, sie heißt Bärbel Bonnewitz. Und das ist die Ehefrau von Herbert Bonnewitz, den wir hier an dieser Stelle herzlich grüßen. Der sitzt jetzt zu Hause am Bildschirm, hat die Fies hochgelegt und hat gesagt, lass mir mal schön mein Ruh, meine Frau schicke ich jetzt auf die Bühne. Er hat aber mitgeholfen, dass das Prinzenpaar hier auf der närrischen Bühne stehen kann. Herzlichen Dank, liebe Bärbel, auch an deinen Herbert. Blumenstrauß hast du schon. Und der Schambes, der Allerletzte, den kennen Sie auch oder viele von Ihnen, als ehemaliger Politiker. Und vor allen Dingen, er war ja auch Bundestagsabgeordneter, also MdB war er früher. Heute ist er auch noch MdB. MdB heißt Mitglied des Deutschen Bundestages und heute heißt Mitglied der Bohnenbeine. Johannes Gerster. Und das Schöne am Johannes ist, er ist Dr. HC, also sein Doktortitel kriegt er nie abgenommen, weil er nie abgeschrieben hat. Und das zeichnet ihn aus, er lehnt auch überhaupt keinen Wert drauf. Aber lieber Johannes, du warst jahrelang hier Landesvorsitzender der CDU. Und ich darf hier deine Nachfolgerin ganz herzlich begrüßen. Landesvorsitzende der CDU und Fraktionsvorsitzende, Frau Julia Klöckner. Recht herzlich willkommen bei der Bohnenbeine. Prinzenpaar, wir danken euch und natürlich auch eurem Hofstaat und der Vorsitzende Karin Juncker, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage und rufe euch zu ein dreimal kräftig donnerndes. Herr Kapellmeister.